Ist es heute soweit, werden wir Rocco in der Arena von Mamoria City gegenübertreten? Zu 100% denke ich das schon. So, ich weiß, ich habe hier definitiv nicht alles erkundet, aber ich möchte jetzt auch nicht überall die ganze Zeit aufhängen, das haben wir in Vertania City ja schon gemacht. Wir gehen jetzt erstmal ins Museum, denn das wurde uns empfohlen und das heißt, wir werden uns noch ein bisschen umschauen, dann geht's in die Arena. Willkommen, für Kinder beträgt der Eintritt 50 Poké-Dollar. Okay, das ist ja mal ein anständiger, das ist mal ein normaler Preis, ne? Im Gegensatz zu diesen Tränken, die 100, 200 oder 500 Dollar kosten. Möchtest du dir die Ausstellung ansehen? Ja, hätte ich schon Bock drauf. Alles klar. Viel Vergnügen, danke. So, und im letzten Part habe ich gesagt, ich hätte gern Drache, ein Pokémon vom Typ Drache in mein Team, ne? Mir ist der Name leider nicht eingefallen, ne? Und zufälligerweise sieht man hier ihn jetzt hier auf dem Poster. Und zwar ist es ein Aerodactyl. Ich weiß zwar noch nicht ganz, ob ich ihn reinnehme ins Team, kommt auf die Werte drauf an und ob und wie er in Wirklichkeit auch wirklich stark ist, aber das müssen wir mal schauen. Da ist er nochmal geil. Aber ich hab Bock drauf. Das ist ein Sichler, oder? Nein. Das sieht tatsächlich fast genauso aus wie ein Sichler. Oder ist es die Weiterentwicklung von Sichler? Kaputops-Fossil. Das ist ein seltenes, unzeitliches Pokémon-Fossil. Okay, ist kein Sichler, sieht dem aber tatsächlich sehr ähnlich. Hier sind verschiedene Fossilien aufgereiht, die am Mondberg gefunden wurden. Okay. Oh, das ist ein echtes, urzeitliches Pokémon. Halt, Fehlanzeige, es ist doch nur ein Replikat. Okay, ich find's aber ein bisschen kacke, dass die hier die Namen nicht auflisten. Weil es ist ein Museum, wieso sagen die mir nicht, welches Pokémon das ist? Ich meine, jetzt weiß ich schon, aber... Hallo? Es ist ein Museum. Ah, okay. Aerodactyl-Fossil. Hat sich erledigt. Das ist ein seltenes, unzeitliches Pokémon-Fossil. Kann man hier nochmal Details lesen? Nee, okay. Dann war es das tatsächlich schon mit Unterstock. Oder geht da rechts noch was weiter? Das könnte auch sein. In der Ausstellung für diesen Monat dreht sich alles um das Thema Raumfahrt. Echt? Ihr wechselt jedes Monat eure Ausstellung? Könnt ihr euch das überhaupt leisten? Ich meine, gut, Vielfalt ist da, aber nur einen Monat die gleiche Ausstellung dann immer wechseln, das ist krank. Meteorit von Mondberg. Es handelt sich vermutlich um einen Mondstein. Tatsächlich interessant. Das können wir nicht anklicken, okay. Ein Mondstein. Ich frage mich, was daran so besonders sein soll. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Stein. Ja, das ist im Prinzip auch ungefähr meine Meinung dazu. Ich meine, Stein ist Stein. Ob der jetzt vom Mond, vom Mars, vom Jupiter oder irgendwo herkommt, ist mir eigentlich komplett relativ egal. Das Einzige, was ich mir wünschen würde oder was für was ich mich interessieren würde, ist, auf dem Planeten zu reisen. Und das wäre dann durchaus schon geil. Dreidimensionales Hologramm. Es trägt den Namen Weltraumkarte. Ja, das ist tatsächlich aber auch was Geiles, ne? Das muss ich schon sagen. Was seht ihr? Ich hätte gerne ein Evoli. Es ist so furchtbar süß. Fängst du mir eins, Papa? Bitte. Sie redet mit dem Vater, schaut aber mich an. Alles klar. Ja, ja, ein Evoli. Ich besorge dir eins. Versprochen. Leider kann ich ihr keins fangen, oder? Geht das? Nee, ich glaube nicht. Meteoritenstücke. Tolle Information. Du linst durch das Mikroskop. Was für schöne Kristalle. Ja, okay. Ich frage mich aber, wieso das so leicht herumliegt. Ich meine, Kristalle kann man einfach stehlen, aber ja gut. Muss ich den setzen? Nee. Damals war alles besser. Naja, damals setzte der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond. Und nun, viele Jahrzehnte später, steht als nächstes Ziel der weiter entferntere rote Planet an. Ach ja, ich freue mich auf mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn es Neues zum Thema Weltraum gibt. Ja, also Mondlandung und ich sehe das ein bisschen skeptisch. Es gibt viele Aussagen für die Mondlandung, aber auch viele gegen und da es meiner Meinung nach nicht eindeutig ist, ob sie jetzt existiert hat oder nicht, oder ob es
die, es sind ja mehrere, ob die existiert haben oder nicht, lasse ich das, lasse ich mich mal da außen vor und sag einfach weder noch zu oder ab. Die Entstehung des Weltalls. Mhm. Ah, also haben wir so eine Karte, Ursprung. Und dann so die einzelnen Moleküle, die da entstanden sind. Und bis zu den Planeten alles dabei, okay. Raumfähre. Ah, okay. Sehr tolle Information. Also, aber sagen, das Museum ist ein bisschen mager. Also, jetzt kann ich dadurch auch nachvollziehen, dass die sich auch leisten können, jedes Monat ihre Ausstellung zu wechseln. Ich meine, so viel haben die da jetzt nicht, ne? Aber die Frage ist, kann ich da zu einem späteren Spielfortschritt nochmal zurückkommen und mir da neue Sachen anschauen? Aber da rechts geht's auch rein. Ah, das ist dann direkt rechts nebenan, ne? Aha, da muss man erstmal raufkommen. Ah, da hinten, okay. Pikachu hat schon wieder was gefunden. Was, Mann? Jetzt geh nicht in den Pokéball zurück. Was hast du denn da? Pikachu hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Nana-Beere. Okay, was das ist, das werden wir wahrscheinlich auch noch herausfinden. Aber wir gehen jetzt erst einmal. Ja, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, okay. Dann halt nicht, ne? Wer auch immer auch diesen Strauch hier davor setzt. Okay, gut. Dann hätte ich gesagt, ich glaube, wir haben unsere Pokémon im letzten Part schon geheilt, ne? Ja, sieht gut aus. Dann können wir in die Arena reingehen. Da hinten ist noch ein Item. Also ich glaube, wir werden das relativ gut machen. Ist erstens die erste Arena und zweitens haben wir sehr viele Tränke und so. Ich wollte dich gerade ansprechen. Ich dachte, nee, natürlich nicht. Natürlich kann unser lieber Spieler nicht über den Zaun springen. Wieso denn auch, ne? Okay, wir haben ja definitiv nicht alles erkundet, ich weiß, aber wie gesagt, 100% mache ich nur, wenn ich darauf Bock habe. Und momentan will ich einfach storytechnisch weiterkommen. Pokémon Arena von Marmoria sieht die Arenaleiter Rocco. Der steinharte Pokémon Trainer. Ja, das kann man wirklich wortwörtlich nehmen. Okay, ich habe mich kurz gefragt, wieso es so dunkel ist. Und es ist auch eigentlich unlogisch, weil da sind 30 Leute darin und haben immer noch das Licht nicht eingeschaltet und schaltet das Licht erst ein, wenn ein Gegner kommt. Alles klar. Howdy, du willst in der Arena kämpfen? Nehme ich an, ja? Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arena-Leiter zu besiegen. Also, pass auf. In der Arena von Marmoria City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Okay, ich gehe schon wieder, also tschüss, ne? Nein, ich erkläre es dir gern. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber den Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die der hiesige Arena-Leiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wie dich nicht zu befordern, setzen wir nur zwei davon voraus, und zwar Pflanzen- und Wasser-Pokémon. Wenn du gegen den Arena-Leiter antreten willst, musst du mir entweder ein Pokémon von Typ Pflanze oder von Typ Wasser zeigen. Wasser haben wir, glaube ich, keins, aber wir haben... Ding. Das ist, glaube ich, nice, ne? Ne, aber wir haben... Mann, jetzt habe ich den Namen vergessen. Du willst mich verarschen? Ich will rein. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber wir haben Pflanzen-Pokémon. Wir haben mehrere sogar. Ans Knofens, habe ich gedacht. So. Ja, komm, wir tun uns Pikachu raus. Ist nur Level 3. Ist nur Level 3, okay. Und es ist... Pikachu ist sowieso ein Nachteil, ne? So. Ja. Du hast mich vorher schon voll gelabert. Du... Du Goldfisch, der alles wieder vergisst. Wunderprächtig. Mit diesem Pokémon darfst du dich in der Arena von Marmoria City versuchen. Immer hereinspazieren und lass dich nicht unterkriegen, zukünftiger Champion. Ja, ich versuch's, ne?
Pokémon Arena von Marmora City, Arenaleiter Rocco. Arena anerkannte Trainer Elias. Also er hat die Arena bereits geschafft. Okay. Okay, gut. So, und hier haben wir nochmal ein paar Trainer, die man easy skippen könnte, aber das machen wir dann noch. Das gehört dann doch noch dazu, ja. So ein bisschen eine Vorbereitung, ja. Picknickerin Janet. Aber dass sie nur ein Pokémon hat, das finde ich tatsächlich schon ein bisschen komisch. So, Kleinstein. Was ist denn da jetzt effektiv? Kampf. Steht ja dabei, was effektiv ist. Nochmal. Doppelkick. Wir schauen mal. Wir müssen ja, ich muss ja erlernen, was effektiv ist und was nicht. Okay, Doppel. Also Kampf ist schon effektiv gegen Gestein. Das passt schon mal ganz gut. Der stärkt seine Verteidigung. Das kann mir aber egal sein. Ich hau ihn jetzt weg. So. Gut, die erste hätten wir damit schon mal. So, dann hätte das andere Team, also die ganzen Teammitglieder auch geheilt. Da habe ich auch gelesen von euch, dass das ein Kritikpunkt tatsächlich ist. Ja, Ansichtssache, sage ich dazu, ne? Es erleichtert das Spiel schon derbemaßig. Vor allem, weil man es nicht ausschalten kann, ne? Daher ist das schon eher ein Kritikpunkt als lobenswert. Da muss ich schon recht geben. Aber für Lappen wie mich, da passt's für mich. So, ich schau mal Deckel. Wie das ist. Ah, das ist richtig scheiße. Also normal gegen Gestein ist nicht gut. Das werde ich mir sowieso nicht alles merken. Aber wir haben ja Gott sei Dank Doppelkick. Das heißt, da werden wir relativ durchkommen. Ah, Kleinsteinkampf greift aber an, aber nichts Tragisches passiert. Gut. Okay. Die Trainer werden auch zukünftig zu 100% stärker werden und werden mehr Pokémon haben. Da kann es sein, dass sie später auch noch Probleme bekommen. Da habe ich tatsächlich Angst. So, das war's jetzt und da vorne wartet Rocco auf uns. Ah, ein neuer Herausforderer. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Marmoria City. In meinem Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Wie du dir jetzt sicher schon denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit heißen. Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Und ich sehe dich überhaupt nicht, ich sollte mir die Augen aufmachen, aber ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keiner Herausforderung zurück. Selbst wenn seine Chancen auf einen Sieg schlecht stehen. Na schön, zeig mir, was du kannst. Ja, Rocco. Den mag ich eigentlich, auch schon im Anime, war er eigentlich ein ganz lustiger Kerl. Ja, der Frauenspanner, wenn man so sagen kann. Ne? War schon lustig. So, Level 11 Kleinstein. Ich habe jetzt nicht geschaut, welche Level die anderen Trainer, die anderen Pokémon-Trainer hatten. Bisschen unlucky, aber muss ich jetzt mitleben. So. Dann nehmen wir mal. Ah ja, down, okay. Dann hätte ich gesagt, wir tauschen mal Pokémon. Weil wir haben, glaube ich, bis jetzt immer nur mit Evoli gekämpft, ne? Tatsächlich glaube ich das. Und dadurch, dass wir hier mit Pflanze einen Vorteil haben, werden wir jetzt Knonfenser nehmen. Denn ja, Level 9, das passt doch. Denn das wird dann auch ganz gut werden. So, er nimmt jetzt Onix. Das könnte eine Nuss werden. Onix ist auch so ein Pokémon, was ich gerne im Team hätte, ne? Oder was ich, oder ein generell Pokémon, was ich feiere, ne? Er ist schon geil, ne? Und furchteinflößend.
Rankenhieb, okay. Wachstum, was sind das? Der Körper wächst, dadurch steigt Angriff und Spezialangriff. Das klingt gut. Nein, ich wollte nicht das auswählen, verdammte Kacke. Ich wollte nur die Info lesen. Umwickelt das Ziel über bis zu 5 Runden mit Ranken und ähnlichem. Ja, dann nehmen wir Rankenhieb. Aber Onyx ist da durchaus mit der Initiative höher. Ah, wir sind aber sehr effektiv und können den gleich mal töten. Aber er bringt uns auch gleich um, wenn wir nicht aufpassen. Deshalb ein Drang fließt. Und hat verfehlt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, und jetzt setzt den letzten Hit perfekt. Ja, okay, war nicht schwer. Ist auch die erste Arena. Und mit Knofenser ist auch relativ gut geklappt. Perfekt. Ja, jetzt bekommen wieder alle irgendwie richtig viele Level, ne? Spieltrick. Dass man das auch nicht irgendwie skippen kann, ne? Das regt auch auf. Aber okay, das war's schon. Offenbar habe ich dich unterschätzt. 2000 Poké-Dollar. Sich damit alles kaufen können. Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir den Felsorden. Händeschlag. What the fuck. Du erhältst den Felsorden von Rocco. Mit den Felsorden gehorchen dir alle per Tausch allen Pokémon bis Level 20. Ja, mit mir will doch keiner tauschen. Und das hier ist auch noch für dich. Der Hells TM01. Kopfnuss von Rocco. Warte mal. In einer TM kannst du einem Pokémon auf der Stelle die darin enthaltene Attacke beibringen. Und du kannst TMs beliebig oft verwenden. TM01 erhält übrigens die Attacke Kopfnuss. Dabei fügt der Anwender dem Gegner mit seinem steinharten Kopf Schaden zu. Und was sind VMs jetzt? Also ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ich habe auch die alten Pokémon-Spiele nie aktiv gespielt. Eigentlich nur Pokémon Schwarz. Und da habe ich auch mit so TMs und VMs auch nie wirklich was am Mund gehabt. Hey, du da! Du bist doch dieser Lukas, oder? Wo weißt du das? Opa hat mir eben eine ziemlich gute Beschreibung von dir gegeben. Mein Name ist Blau. Professor Eich ist mein Opa und er hat mir gezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf Alabaste zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da musste ich noch natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi wie mir vertragen. Tja, falsch gedacht. Wie es aussieht, hast du den Arena-Leiter schon ganz alleine besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Hier, nimm das als Belohnung. Blau? Wer gibt dir bitte so einen Namen? Und wer bist du jetzt? Genau, und was willst du eigentlich von mir? Die Dinger sind super. Die haben eine höhere Fangquote als normale Pokébälle. Aber mal was ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex, oder? Dann hat Opa es also wirklich geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf der Karte rumkritzen müssen, um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Wie alt bist du bitte? Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, mal richtig, ciao. Ich hoffe, ich rieche dich nicht. Das ist mir jetzt schon ein bisschen asozial vorkommen, ne? Und ich soll anscheinend irgendwie schütteln. Anscheinend will Evoli eine Belohnung haben. Aber wegen dem Sieg. Ja, okay. Wegen dem Sieg ist jetzt eine Belohnung. War eigentlich nicht dein Verdienst, aber... Was, jetzt willst du nicht mehr? Ja komm, aber da willst du was haben, oder? Schau, das war richtig teuer und ich habe davon fast gar nichts. Na, willst du das essen? Ja, es ist aber auch genug. Wann kann ich denn bitte was anziehen?
kann dann das noch nicht drücken. Okay, schade. Dann erst später. Ja, gut. So, dann hätte man das hier gemacht, ne? Dann können wir ja eigentlich weiterziehen. Wir haben den Felsohren. Das steht, glaube ich, hier im Beutel. Kampftaschen. Ne, wo steht das? Am Evoli spielen, oder ist das das gleiche? Das gleiche, alles klar. Oder ist das im Pokédex? Wo kann ich meine Orden sehen? Also die normalen Pokémon, also die so ausschauen, schon eingefärbt sind, die haben wir schon gefangen. Und Pokémon, die ausgegraut sind, haben wir nur gesehen. Wieso auch immer im Hornlio nicht gefangen haben. Ich glaube, das wird noch kommen. So, ich hoffe, wir haben ja die wichtigsten Sachen gesehen. Und dann können wir weiterziehen, oder? Wenn uns der Junge vorbeilässt. Ist nicht kämpfen? Oh, das ist ja der Felsorden. Du hast ihn von Rocco bekommen, oder? Übrigens, je mehr Orden du hast, desto größer ist auch dein Auswahl im Pokémon-Supermarkt. Das blaue Haus da drüben ist so ein Pokémon-Supermarkt. Ah, okay, danke da für den Hinweis. Aber das wusstest du bestimmt schon. Es gibt immerhin an fast jeder Stadt einen. Ja, dass es einen Supermarkt gibt, das weiß ich schon. Aber dass die Auswahl mit den Orden steigt, hätte ich nicht gewusst. Also, dass sie steigt mit dem Fortschritt schon, aber speziell mit den Orden, das habe ich nicht gewusst. Was willst du? Sehe ich da einen frisch gebackten Trainer? Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Ich bin einer der Trainer-Coach. Wir warten an den verschiedensten Orten und helfen vorbei, als ein Trainer dabei ist, sich und den Pokémon auf ihr Abenteuer vorzubereiten. Wir Trainer-Coach springen manchmal komplett verrückt auf der Stelle herum und sind ziemlich stark, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du dein Können auf die Probe stellen willst, dann fordere uns heraus. Gut, ich habe mein Pokémon zwar jetzt nicht geheilt, aber ich nehme die Herausforderung gerne an. Du scheinst mir jemand zu sein, der sein Können auf die Probe stellen will. Als Trainer-Coach kann ich dir dabei helfen. Möchtest du gegen mich antreten? Ja, gerne. Ich glaube, gegen dich kann man auch ordentlich Kohle kriegen. Also, Geld steht natürlich über allem. Nein, über fast allem zumindest. Bisasam. Okay. So, was ist gut gegen Pflanze? Ich glaube... Ah, Feuer ist gut. Na, aber wir haben kein Feuer-Pokémon. Wie schaut's mit Kampf aus? Okay, sehr, sehr schwach. Kampf gegen Pflanze ist sehr schwach. Gut. Wurde bepflanzt. Also der entzieht uns jetzt die KP und heilt sich selber. Ja, okay. Ja. Gut, wie schaut's mit Deckel aus? Na, immerhin etwas. Ah. Aber der heilt sich aber immer selber. Das ist ein bisschen kacke. Aber der heilt sich nicht voll. Nein, er hat wenigstens etwas. Dann nehme ich noch einen Trank zu mir. Was mich jetzt aber auch nicht gerade voll heilt. Ja, gefasst. Boah, ich werde, glaube ich, mit Evoli. Der ist tatsächlich stärker als Ding. Als Sorocco. Warte, was? Senkt die Verteidigung des Ziels. Ja, das setzen wir ein, dann wechseln wir unser Pokémon. Routenschlag und dann wechseln wir unser Pokémon. Und hoffen, dass Evoli das überlebt. Ich glaube, Pikachu soll ganz gut sein. Natürlich habe ich ihn nicht im Team. Natürlich nicht. Ja gut, dann nehmen wir halt Knofenser. Ah, Gift. Gift kann, glaube ich, auch gut sein, oder? Gegen Pflanze. Ja, ist nicht sehr effektiv. Perfekt. Und jetzt... Ja gut, wir haben halt kein Gift-Attacke. Das ist kacke.
Ja gut, der kann tackle das gleichzeitig wieder aus. Ja gut, das war ein bisschen dumm, dass wir hierher gewechselt sind. Da wechseln wir zu diesem Taubsee. Wir müssen ein bisschen herumprobieren. Dieser Samen, diese Heilung hat, das nervt auch derbe. Windstoß ist Sandwirbel da effektiv. Er ist schneller, das ist kacke. Obwohl, das senkt nur die Verteidigung, ne? Die Genauigkeit, okay, das ist dann tatsächlich auch nicht so schlecht. Aber dass ich die ganze Zeit diese Tränke einsetzen muss, das nervt ein bisschen. Windstoß, was ist das? Trifft jetzt mit einem Windstoß durch einen Flügelschlag. Spiegeltrick. Mann, ich wollte. Ah, hat's verfehlt. Ja, ich bin aber zu dumm, weil es hat keine Wirkung. Achso, das nimmt einfach die Attacke vom Gegner, ne? Mhm. Ah, das ist sehr effektiv. Gut, dann bleiben wir beim Windstoß. Perfekt. Der verfehlt uns auch die ganze Zeit, weil seine Genauigkeit gesenkt wurde. Und schon wieder. Was für ein Luck muss man haben? Okay, gut. Natürlich, jetzt trifft's. Aber ist jetzt auch wieder egal. Wow, also das hat tatsächlich noch mal reingehauen. Da war ein bisschen schwieriger als Rock, muss ich sagen, was ein bisschen kurios ist, aber ja gut. Dann hätte ich gesagt, gehen wir tatsächlich noch zurück. Wir gehen zurück, heilen unsere Pokémon. Tatsächlich 1000 Pokédollar, okay. Und dann, ja, ich tue Pikachu auch noch rein ins Team. Alle Achtung, du hast problemlos einen Trainercoach besiegt. Als Anerkennung deines Könnens habe ich ein Geschenk für dich. Belieber, ja, das ist perfekt. Belieber kannst du einsetzen, wenn eins deiner Pokémon besiegt wurde. Ein Trank hilft dann nicht, aber mit einem Belieber machst du es wieder fit. Danke dafür. Also ich tue Pikachu in mein Team rein. Weil es, glaube ich, effektiv ist. Und zwei Taubsis brauchen wir auch nicht. Weil es effektiv gegen Pflanze ist. Und dann gehen wir noch schnell zum zum Pokémarkt. Wie heißt der jetzt genau? Nicht zum Supermarkt, sondern zum Dene. Wie heißt der jetzt? Keine Ahnung. Egal. Wir heilen unsere Pokémon schnell und deren Attacken. Und da war es für ein Part, Leute. Also wir haben Rocker besiegt und ein bisschen von Moria City noch erkundet. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Könnt ihr gerne wieder ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir die Welt von Kanto weiter erkunden werden. Danke fürs Zuschauen, Leute, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und ciao.